und man mich mal wieder nicht gehört hat, die ganzen ersten 3 Minuten. Ah, oh, ist das fail. 2 Minuten geredet und keiner hört's. Aber es ist so im Leben. Okay, nochmal von Anfang. Wunderschönen guten Abend. Kommt zur Tagesschau. Ja, wir machen heute Party hart, weil wir nicht über Fußball reden wollen, haben wir gesagt. Fußball ist da El Diablo, nicht gut. Und das gucken wir uns erst wieder am Freitag an, wenn wir für die Schweiz sind oder Spanien, je nachdem. Ich für die Schweiz, weil die ein geiles Underdog-Spiel gemacht haben, aber whatever, nicht über Fußball. Fußball raus jetzt, denn wir machen Party hart! Und werden ein bisschen abdancen bei einem Spiel, was schon 6 Jahre alt ist. Und wieder ein Pixel-Game. Ich weiß nicht, warum ich so viele Pixel-Games hier zocke. Das ist so ein Ding gerade. Aber man soll zocken, was einem Spaß macht, sonst ist es nicht real. Und ja, whatever. Wir schauen mal rein. Es ist Crypt of the NecroDancer von 2015, also schon älter. Die haben danach noch gut nachproduziert an Soundtracks, also bis 2017 durch. Add-ons, was Soundtracks angeht, von Brace Yourself Games, die sonst nur 2 andere Titel gemacht haben. Frage mich mal, wie die hießen. Weiß ich gar nicht mehr. Einer war so ein Strategietitel und den anderen weiß ich auch nicht mehr. Aber es war nicht so ein Riesenbomben wie Crypt of the NecroDancer, wo wir gleich Cadence, heißt sie, glaube ich, spielen. Die auch ihr Namensgeber war für den zweiten großen Erfolg, den die hatten von der Truppe. Und zwar, dass sie einen Koop gemacht haben mit Nintendo. Und zwar für die Nintendo Switch jetzt 2019 Cadence of Hyrule, also von New World, Crypt of the NecroDancer rausgekommen ist. Das heißt, ein Spin-off zusammen mit Zelda, dem Zelda-Franchise und Crypt of the NecroDancer, und das ist ziemlich cool. Ja, was ist das Coole an Crypt of the NecroDancer? Wir gucken einfach mal rein gleich. Und zwar, dass es harte Mucke ist und sehr elektrolastig. Man aber auch seine eigenen Soundtracks sogar reinpacken kann. So weit sind wir heute noch nicht, aber wir gucken mal, wie weit wir ballern und was uns Fun macht. Und yeah, let's have a look und ein bisschen pushen. Ein bisschen wieder Oldschool, ne? Techno muss auch mal sein, Freunde. Ein bisschen hier schön wieder Love Parade und so ein bisschen ballern. Wir ballern das heute nicht mit der Tastatur, das kann man nämlich auch mit den Tasten nur spielen. Ich hoffe, das knarzt und knirzt nicht zu laut und das geht alles textmäßig. Und wir zocken mit iPad, beziehungsweise nicht mit iPad, mit Gamepad und brauchen aber eigentlich nur 4 Tasten, habe ich bis eben gemerkt. Glaube ich. Wir schauen mal rein. Auf jeden Fall wird es ein bisschen knackiger und wesentlich schneller als letzte Woche, wo wir, beziehungsweise Sonntag, wo wir auf dem Mars rumgekrochen sind. Wie die Blöden. Gut, let's have a look. Schwuppdiwupp. Sammler Edition. Rechtsklick auf Crypt of the NecroDancer. Oh, nice. Es gibt noch mehr coolen Stuff für coole Typen, die coolen Shit machen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich push mal bei mir ein bisschen lauter. Ich hoffe, bei euch ist laut genug. Ich hoffe, man hört das. Wir kontrollieren das. Check einmal. Nice. Gegenkontrolle hat funktioniert. Turm ist ganz gut. Und wir checken ab, was geht. Schwuppdiwupp, das passt alles. We're gonna have a lot. Ihr seht, die Lady bietet schon. Cadence ist dabei. Umso unser Herzen, wir haben Münzen, wir haben Diamanten. Es ist alles on. Und man bewegt sich mit nur den Tasten. Links, rechts, oben, unten. Und immer zum Beat. Und da unten ist wie bei SingStar oder anderen Games, wo man den Takt halten muss, schon so eine Beatbar. Und man muss so, wenn man den Beat treffen, sonst sagt er, wenn ich zu schnell drücke, möchtest du den schnellen Bewegungsmodus haben, in der Lobby aktiviert? Nein, 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 nein. Oder doch? Nein, wir wollen den Beat sein. Dann sagt er Beat übersprungen, aber das zeigen wir hier mal, wie viel passt. Wenn man doppelt klickt, seht ihr? Ach, danke. Want to become famous? Have more followers? Not in the moment, thank you. Gut, und wir ballern mal rein und geben uns lecker
Zone 1. Was ich cool finde, ist, dass man hier auch noch andere Sachen freischalten kann. Verliesmeister, was gibt's für den? Verkauf wohl dauerhafte Verbesserung, das ist gut für dich. Ein Herz für Diamanten. Okay, Diamanten haben wir noch keine. Muss mal gute Beat bleiben hier. Ein Schmied gibt's auch. Upgrades, Upgrades, Upgrades. Okay, dafür brauchen wir eine Schüssel. Schon gecheckt. Okay, das ist so die Overworld, beziehungsweise die. Ja, die Overworld kann man sagen. Hausmeister, was könnt ihr? Item von nicht alle Zonen-Item-Pool entfernen. Nice. Der macht hier nicht alle Zonen-Items weg. Whatever that means. Aber wir werden uns da reinwühlen. Tutorial hatten wir, hab ich schon mal angezockt, um zu gucken, dass man sich in diesem Beat bewegen muss. Wir gehen mal in Zone 1 und pumpen einfach rein, würde ich sagen. Nein, geht schon gut durch. Gut, wir haben eine Schaufel, wir haben Angriff. Das ist echt mit dem Ton kalibrieren. Angriffsschaufel, je nachdem, wo man hingeht. Okay, pumpen wir rein. Wir können auch ein Environment-Effekt machen. Weil man, wenn man Beat überspringt, verliert man seinen Münzmultiplikator. Das heißt, wir kriegen mehr und bessere Münzen, wenn wir den Beat halten. Das ist natürlich auch sinnvoll. Okay, man kann das verlieren. Nice, hier kann man Stuff kaufen. Wir Münzen. Wir haben 10 Münzen. Machen wir uns einen großen Schlüssel für. Goldener Schlüssel. Schaufel und Breitschwert haben wir schon. Bombe, abwärts links. Ihr verarscht mich. Der Typ singt. Very nice. Geil ist, dass die Gegner sich auch im Beat bewegen. Wo sehe ich denn den Multiplikator? Leider sehe ich das noch nicht. So. Wie man sich auch durch den Dungeon einfach verkehrt treffen kann und nicht durch die Tür geht. Hilf mir! Schade, ich war zu schnell. Jetzt wird man schon in den Chats vorgespannt. Song vorbei? LOL. Man hat nur einen Song Zeit. Das ist ja scharf. Drücke hoch und runter, um weiterzumachen. Das ist ja ein scharfes Prinzip. Ich raste aus. Polter, polter, polter. Monstermeister. Ach, den habe ich eben befreit, deswegen. Ich werde dich gegen Gegner trainieren lassen. Nice. Wir machen es mal kurz. Gucken wir einmal rein. Training gegen weißes Skelett. Was bringt es, gegen einzelne Trainer, Gegner zu trainieren? Wir checken nur mal im Ei. Easy. Viel zu easy.
der die Arme hochnimmt. Okay, scheiß drauf, warte. 201, gehen wir nochmal rein. Du wirst deine noch nicht ausgegebenen Diamanten verlieren. Ah, okay, das ist immer. Ah, gecheckt. Wenn du die Lobby verlässt, möchtest du bleiben und diese ausgeben? Ja, klar. Erstmal Para raus, Jungs. Ein Diamanten. Gecheckt. Das heißt, es ist ähnlich dieses Quick-Respawn-Ding wie die anderen Games. Nice. Wir hätten auch natürlich die Chest nehmen können, aber ein Herz mehr ist auch okay. Jetzt haben wir alles ausgegeben, jetzt gehen wir wieder in Zone 1 rein. Erinnert mich an Diablo 1, wo man immer von oben runter musste. Das ist auch ein fieses Kopfnicker-Spiel. Wie Shops es gibt. Geil, mehr Rüstung, Fackeln. I like that. Aber man muss das ja schaffen, bevor das Lied zu Ende ist. Es ist noch viel schärfer eigentlich. So, das ist eine Falle. Hä? Den kann ich noch nicht öffnen. Nee. Ah, wir nehmen natürlich das goldene Schwert. I like that totally. Okay, jetzt Level 2. Ich muss immer im Beat bleiben, sonst verlierst du sofort den Multiplikator. Natürlich gleich einen ganzen Schwung schneller. Ah, das ist gemein, hatte ich doch. Das Bombending habe ich noch nicht gemacht. Okay, gecheckt. Beide gleichzeitig drücken. Ab jetzt und den und links, klar. So viele ist mal klar. Übrigens, tut mir leid, dass wir heute schon spielen, ein bisschen außer der Reihe, nicht am Freitag. Aber Freitag würde ich gerne das Viertelfinale sehen und die EM ist einfach zu Kicker. Deswegen schieben wir heute schon mal einen zwischen. 75, sehr gut. Das ist immer der Rucksack. Was bringen diese Items? Leider seinen Schüssen noch nicht. Kacke. Nice. Einfach mal ein Drache, okay? Der hat mich gekillt. Das war hart. Tust du noch Replanting? Nein, brauch ich nicht. Schnell Neustart. Schnell Neustart nochmal. Du wirst einen nach nicht ausgegebenen Diamanten verlieren. Wenn du einen Neustart möchtest. Nein, zu Lobby. Immer das Geld ausgeben. Wir nehmen natürlich den Käse. Was auch immer der bedeutet. Hätte ich ihn lesen können, ne? Stand da, scheiße. Da ließ ich halt nicht ja im Vorteil. Nochmal 2-1 rein. Und das ist immer wieder Respawn neu. Ja. Da kann man sich eigentlich auch mit jemandem gut durchfahren. Nice, okay. Man verliert nur noch die Hälfte durch den Käse. Ist die Frage, ob das bleibt. Wenn ihr nicht auf einen zukommt, ist auch easy. Wenn ihr auf einen zukommt, ist ein bisschen knifflig.
OMG, was kann der Minotaurus? Warum ist der so heftig? Ich werde wieder shoppen gehen. Gibt ja auch nur zwei Sichtradios. Langangriff. Kann geworfen werden. Guck mal, was es noch gibt. Eine rote Truhe. Pro Runde. Okay. Die Schlüssel haben wir noch nicht gefunden, der ist auch in Zone 1. Wir müssen Zone 1 noch ein bisschen pumpen, bis wir die ganzen Collectibles da durch haben, glaube ich, die ganzen Schlüssel und die ganzen Keys da. Aber hier unten war so ein fetter Minotaurus. Den ballern wir gleich mal mit einer Werfen. Lol, das ist heftig. Zauber aufwärts und rechts. Ah, diese Doppeltastendrückerei, die ist auch mal hart. Lol. Wieso habe ich schon wieder keine Waffe? Das ist ein bitterer Run. Da oben ist eine Waffe. Deutlich. Das ist aber der kleinste bestimmt. Nice. Aber einen Diamanten nehmen wir noch mit. Ah, wir haben natürlich 20 Münzen nicht dabei. Wir haben noch kurz ein paar Münzen, bis das auch wieder zu Ende ist. Wollen wir jetzt direkt nachkehlen mit dem kleinen Zombie? Nein, sie hat sogar ihren Char geändert. Okay, Items Essen ist auch mit Doppeltaste. Das muss ich mich echt dran gewöhnen. Da muss ich mich echt dran gewöhnen, ich weiß Bescheid, gell? Aber bisher pumpt's hart, natürlich sehr gut. Auch wenn die mich gerade heftig rasiert. Aber die Rüstung ist auf jeden Fall ein nice Best. Ah, der wird gleich auf Stein gehen. Oh nein. Okay, der macht einfach zu viel Damage. Zurück zur Lobby. Ah, schade, die verlieren ihre Items immer deswegen. Aber der Monstermeister, was war da unten? Da war der Hausmeister. Man kann ja wieder was mitnehmen, so zum Beispiel den Käse. Also das kann man auch, glaube ich, kaufen. Gucken wir gleich nochmal. Zone 5 können wir jetzt rein, Zone 2 noch nicht. Das ist ja crazy. Zwei jetzt mehr, nehmen wir mal so eine fette Truhe mit. Was schon da? Alida, was? Ah, die will ich lesen. Ich muss ein bisschen mit meinem Herzen aufpassen, ich komme zu hart durch. Schwert, nice.
habe ich mal meine Bitten zu richtig. El Diamanto Grande. Si. Der macht mich ja insta-down. Ich hätte den Apfel treffen sollen. Grünen Drachen, den legen wir noch, Kinder. Den legen wir. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass wenn man stirbt, seine Diamanten nicht verliert. I like that. How's it going? Nehmen wir mal einen Speer mit. Meine Tochter ist am Hayden. Die ist auch sauer, dass der Beat nicht hält. Ach, scheiße, ein zu spät. Schiedikack. Hey. Gehen natürlich immer auf den Kram. Nochmal zu einer 1, Kinder. Bis wir kotzen. Wo er hinspringt, damit ich nicht in seinen Jump reingehe. Niemals war ich außerhalb des Beats. So, wenn ich mich nicht bewege, geht der Beat auch weg. Und die Fackel und so taucht erst auf. Benötigt Opfer. Was ist denn ein Opfer? Muss natürlich rechtzeitig schaffen. Da ist der Drache. Okay, jetzt bin ich schon fast down. Bin das verletzt? Ich hatte aber auch nur so ein Mini-Dolch. Mit Mini-Dolch wird das natürlich nichts. Was machen wir? Zurück zur Lobby. Hatten wir nicht unten noch ein Item, was wir so kaufen konnten? Ich glaube. Ah, das sind die Sachen, die wir mal gekauft haben. Tauchen hier im Pool wieder auf. Cooles Prinzip. Nein, achso. Cadence und Bard sind standardgemäß freigeschaltet. Trete auf eine versperrte Treppe, um zu erfahren, wie du die anderen Charakter frei hast. Ah, okay, es gibt noch andere coole. Warte. Bartmodus, bewege dich jederzeit. Gegner bewegen sich nach dir. Fortsetzen. Können wir nachher noch machen? Das ist mir jetzt noch zu low, glaube ich. Tempomodus, ein Treffer tötet, besiege Gegner, um zu überleben. Ah, das ist schon die Hartnummer. Merit-Modus, beschütze dein Lamm um jeden Preis. Merit hat ein kleines Lamm. Um jeden Preis fortsetzen. Nein. Nocturna-Modus. Werde eine Fledermaus. Zone 5 dringt. Was? Fortsetzen? Kann kein Mensch lesen. Wir spielen erstmal als Cadence fort. Klaue Power.
Das war scheiße. Abwärts und links ist doch... Abwärts und links? Aufwärts und links, ich Horst. So. Da kostet sie wieder richtig Zeit. Fail. Wie gut ist das Spiel? Nice. Alles weggemoscht. Und jetzt mit dem dicken roten Ding zum Drachen. Nein, ich hab's gleich verbraucht. Ich hab ihn gelegt. Ich hab ihn wenigstens gelegt, obwohl die Münzen jetzt leider so weg sind. Ach, schade. Also bisher gefällt mir das Spiel mega gut. Die Beats kicken auch gut. Und klar, ach, das ist der Feist aus der alte Freak. Das ist ein Köcher oder so, ne? Halfter. Jetzt haben wir ein Spiel gleich irgendwo. Schade, dass die Münzen weg sind, aber wir haben auch keinen Shop mehr gefunden, von daher. Gut, keine Zeit verlieren. Jeder Beat zählt. Was bringen die? Bewegen und graben. Auch nice. Sichtradius. Das ist einfach nur cool. Okay. Ich muss dann einen zurückspringen. Weiß Geländen. Weil mein Angriff immer lower ist als der. Wie der Shop-Besitzer mitsingt, ich feiere das zu sehr. Lass die Münzen liegen, wir müssen zum Drachen. Es gibt gut Münzen, aber ich darf die nicht alle platt machen. Jetzt habe ich nur noch einen Kill mit dem dicken Ding. Siehst du? Scheiße. Ich hab den da angelegt. Nice. Ab in den zweiten. Okay, der macht einen Stack. Das. Woher soll ich wissen, dass das eine Falle ist? Na, du Kackbob. Moin, Hedy. Wir bieten hier schon hart durch. Aber wir haben nur einen Diamanten. 22 ist auch da. Servus Christi. Hallo. Ich pumpe schon heftig, Jungs. Was ist los bei euch? Wir spielen Crypt of the Necromancer, um abzukrappen. Crippen. Man muss immer mit dem Beat springen. Falls ihr es eben noch nicht gehört habt. Und auch mit dem Beat angreifen. Und alles drücken wir über diese Singstar-Nummer da unten. Aber auch nur mit den Pfeiltasten. Und wenn wir den Beat verpassen, gibt es einen schönen Abzug, beziehungsweise genau da,
Münzmultiplikator verloren. Das heißt, wir kriegen mehr Kohle, wenn wir Beat halten natürlich. Zumindest wenn er sich durch ist, fallen wir einfach runter. Und der macht dann einfach Insta-Killer drauf. Ah, es ist ein hartes Biest. Es ist ein hartes Biest. Wir müssen ihn legen. Ja, eigentlich ist er wahrscheinlich auch voll cheap. Okay, und bevor wir jetzt wieder in das Level reingehen, geben wir Sachen aus, beziehungsweise unsere Diamanten. Denn sonst sind die weg. Kann die Diamanten nämlich nicht mitnehmen. Haben wir noch was für einen Stern? Also zwei Waffen. Lichtreihe, das war ganz geil. Das sind die Dinger, die wir schon mal gekauft haben. Extra Modi geben wir uns auch nochmal. Das Geile ist, man kann das auch mit seinen eigenen Beats machen, mit seinen eigenen MP3s. Das ist total verrücktes Game. Das werden wir auch nochmal machen, glaube ich. Aber das werde ich wahrscheinlich in Zukunft nochmal auf den Sonntag ballern, das Game. Aber in der Game-Erkundung ist es auf jeden Fall bei mir gerade gut drin. Das Fight ist aber nur hart. Halt die Gegenstände. Ach scheiße, aber was war? Dieser Marker! Gita Jury C64, RPG auf jeden! Das ist noch jedes Mal custom. Das Ding ist, wenn der Sieg vorbei ist, fällt so runter ins nächste Level. Ah, ich bin auch noch zu low schlecht. Aufwärts links. Den kann ich noch nicht crushen. Ach du Scheiße, sie bullen sich ja auch durch die Dinger. Okay, ich muss ihn also erwischen, wenn er auf dem Boden liegt, dann kann ich ihn catchen. Diesen Minotaurus mit dieser Stimmgabel oder dieser Harfe im Haar. Der Sänger war mega, Mann. Das ist der Shopbesitzer, der geht einfach nur durch. Das Ding musst du mal im Party-Modus spielen, wenn du weißt, was ich meine. Diamanten sind nice wie das. Das ist auch immer so ein random Ding, das ich ganz bin noch nicht drin. Aber wie die Gegner spawnen, bzw. wie die Dungeons sind, macht schon richtig Spaß. Leute, wer ist er denn? Die Affen nerven hart, weil die klammern sich ja nicht ran. Okay, wir sind so im zweiten Level. Jetzt wollen wir mal bis ins dritte kommen, wenn es geht. Leute.
Was zur Hölle? Okay, wir müssen alle liegen, wir können uns nicht rausbuddeln. Nice. Ich will doch einen Shop-Editor. Alter, was ist das für ein Endless-Affe? Wie er einfach sein Kerzen hat. Wenn er erstmal auf dir drauf sitzt, dann. Ach, so ein Affen auf dir drauf. Okay, ein Diamant. It's not very much. Das Gute ist, man kann da diese Diamanten farmen, um dann einfach auch fettere Rüstung und sowas zu haben, um länger durchzuhalten. Weil länger durchhalten ist länger geil. Ach, die kommen nicht wieder, wenn ich die einmal, wenn ich das zweite Mal gekauft habe. Dann nicht gut. Schließe Zone 1 ab, um freizuschalten. Wir waren noch mit Zone 1 fertig. Was muss ich tun, um Zone 1 abzuschließen? Das ballern wir jetzt durch, bis wir das abgeschlossen haben. Ist ja prinzipiell auch ein Spiel gegen die Zeit, weil du. Zeit. Weil du. Jetzt sind wir mal dicke Schwert wieder. Weil du nämlich, wenn das Song vorbei ist, nämlich. Irgendwie runterfällt in dieses Fallloch wie eben und dann auch mit diesen ganzen Mega-Monstern dabei bist. Ob das jetzt Level 2 ist, weiß ich gar nicht genau. Steht auch unten rechts. Könnt ihr jetzt gerade nicht sehen, ist mein Kopf vor. Ich will euch eigentlich noch nicht legen, weil ich nur noch 5 Kills mit der dicken Waffe habe. Wollte ich mir eigentlich für den Drachen aufheben, aber ich will nur noch einen Kill, ist auch egal. Jetzt ist doch eigentlich durch. Miniboss ist gelegt. Wieso ist das nicht beendet, das Spiel? Schon 68, so ein Shop wäre wieder ganz geil. Nein, die ist ja wieder hochgesprungen. Okay, genau. Einfach reinballern. Oh, das war nice. Wieso bin ich denn gerade bitte gestorben? Oh mein Gott. Ich hab dazu nichts zu sagen. Ihr seid miese Hackfressen. Keine Reaktion. Um den Shopboy. Ich hab da gedrückt. Pump, Bruder. Er fühlt es. Blutschaufel und Blutschwert. Und goldenes Schwert, oh mein Gott. So viel harter Shit.
hat alle nicht insta-killt, dieser Penner. Der Typ ist heftig, Mann. Auf jeden Fall. Weiter. Scheiß Punkt. Frage ist, wieso ist Zone 2 noch gesperrt? Wir waren eben schon in Zone 2. Ihr seid meine Zeugen, wir haben die goldene Fledermaus gekillt. Was muss man noch machen? Muss man irgendeinen Schlüssel besorgen? Zone 5 ist auf. Pump einfach mal Zone 5. Oh, okay. Sie ist im Elektromodus. Nein. Die Mucke, er ist es. Ja, der Pitch. Ah, okay, es gibt ein Ziel und er zeigt mir hin, wohin. Er zeigt mir den Endboss an. Oh Leute, er hat mich gefreezed. Und er hat mich gekillt. Ich muss mir auf jeden Fall noch eine Taktik für den Drachen überlegen. Auf jeden Fall hätte ich die Bombe setzen können, weil ich ein Horst bin, habe ich das nicht gemacht. Das machen wir nochmal. Gib mir was. Dick, ihr kleinen Splasher. Jetzt war er mich zu attacken. War das bitte? Reap nach Neustart. Und nochmal, habt ihr es gesehen? Nein. Aber wenn sie auf Elektro ist, kann sie Blitze ballern. Das ist schon ganz geil. Warum kriege ich denn die ganze Zeit Damage? Fieser Typ. Fiese Map, jo. Aha. Schnell mal starten. Der wird mir nur auf Elektro gefällt. Weggemacht. Oh, guckt euch diese Dias an. Schön für dir. So hat der Papa es gern. Ah, okay, weil der Penner. Ist hier was Fettes? Nee, ich nicht. Nice, gut, der. Oh, weil ich so ein Horst bin. Das war clear. Zurück zur Lobby natürlich, wollen wir unsere Münzen ausgeben. Bekommst du Damage, wenn du den Beat pepperst? Nee, aber ich bekomme meinen. Verliere meinen Münzmultiplikator leider. 5 Diamanten für 0,5 mehr Münzen.
Wir müssen es ausgeben, wir nehmen auf jeden Fall mal plus 1 Verteidigung. Und 3 Gesundheit wiederherstellen. Nehmen wir auch mit. Also das können wir zwar nur finden, das Zeug. Das wäre auch zu hart, wenn wir, ich glaube, die verpassen sterben, ist es bei Tempo oder wie das hieß, ist es, glaube ich. Ja, ich ist, glaube ich, gell? Ach, ich wollte doch 2-5. Ah, egal. Immer nochmal 2-1. Bis ich gleich mal irgendwie rauskriege, warum ich 2-1 nicht schaffe, obwohl ich den Boss besiege und durch die Tür gehe. Nice. Habe ich jetzt den Schlüssel gefunden? Nein, ich kann ihn erst mit dem blauen Schlüssel öffnen. Ich brauche den blauen Schlüssel, das ist der Shit. Das ist der Shit. Ach so, die Dinger rollen und zerstören die Wände. Ist auch geil. Brauchen wir auch noch eine härtere Schaufel. Angriff ist random, wie geil. Wir nehmen mal die Random-Waffe. Keiner weiß, was es ist. Okay, jetzt ist prinzipiell das Tor frei, der Boss ist besiegt. Die Frage ist, warum bin ich noch nicht durch? Da ist er doch. Nein. Wir haben den blauen Schlüssel, Freunde. Jetzt gehen wir rein. Mit unserer Random Waffe. Und randomisieren ein bisschen. Ziemlich dumm. Das war noch immer. Das ist immer so eine Lanze, glaube ich. Item abwärts und links. Aufwärts und links. Fireball. Ah, okay, das sind so Scrolls, so Bollen. Brauchen wir den goldenen Schlüssel, um den zu befreien. Oder wir suchen goldenen Schlüssel. Oh nein, was hier schon wieder abgeht. Ja, wie er insta-killt. Eine richtige Maschine, jo. Guckt euch die Schalter an. Safe Level 3. LOL! Wieso killt er? OMG, und zwar Insta. Zurück zur Lobby. Ja, muss ich ja. Items sind eh weg. 3 Diamanten. Wenn ich schnell einen Neustart mache, sind... Ja, Items sind eh weg. Das prüfe ich gleich nochmal, ob die Items wirklich weg sind. Weiter Angriff, langsamer stark graben. Plus 1 Verteidigung. Jo. Schlüssel benötigt hatte ich doch. Das ist die Trainings-Area.
Ach, scheiße, okay. Ich glaube, wenn wir den Schlüssel haben, müssen wir zur Tür zurück, zu unserer Ausgangstür und wieder hoch hier in die Lobby. Mit dem Schlüssel. Oder, wenn man stirbt. Nee, man muss zurück in die Lobby laufen. Okay, das heißt, wenn wir gleich den blauen Schlüssel holen. Ja, können wir mit dem blauen. Den hatten wir. Kotze. Nochmal holen das Ding. Der war hier irgendwo in so Mittelding. Nice. Schnell gefunden, das Item. Nice, sieht die aus. Map und ist immer ganz gut. Wenn man sich schon ungefähr vorstellen kann, wie es aussieht. Schlüssel nicht durch. Okay. Egal, aber die ist. Ach, das Loch ist auch weg. Witzig. Hätten wir überhaupt hochgehen können. Bewegung graben, breiter Angriff. Flut der Herzbehälter. Können wir uns auch noch einlassen. Breiter Angriff wollen wir noch nicht. Bewegung graben. Nice. Nice. Wir baggern uns aber durch. Für geilen Shit es gibt. Aufwärts und rechts. Okay, wir haben auf jeden Fall jemanden befreit, der jetzt in der Lobby auf uns wartet, die Lady Mission. Hau rein, Junge, spiel Sea of Thieves. Sea of Thieves! Fuck it. Dankeschön. Blitzzauber, ja, richtig heftige Zauber. Müssen wir uns für irgendeinen Boss aufheben. Man kann sich schon krass durchfressen. Wollen die Dings da unten reingehen? Fallgrube? Machen wir einfach, oder? Einfach rein! Jo. Okay, das war scheiße. Das war eine gute Rasur, Freunde. Eine richtig gute Rasur. Aufwärts, abwärts und rechts. Das ist auch ein Zauber. Alte Schaufel. Nee, wir haben schon eine geile Schaufel. Wie ein Insta-Kill, dieser miese Penner. Dieses Death-Skelett, Alter. Halt dich bloß von ihm weg, aber er hat einen heftigen Hüftturm. Guck ihn an. Okay, wir haben nur zwei Diamanten. Ich guck mal, was wenn wir jetzt. So geilen Shit gehabt, Mann. Schnell Neustart, haben wir dann unsere Items noch? Du wirst noch nicht ausgeben, Diamanten für den Minutenstart. Das möchtest du nicht. Nee, mach mal schnell Neustart. Ne, die Items sind trotzdem weg. Okay, haben gelernt. Bitte. Ein fieses Roguelike. Mann, das ist auch ein guter Auftrag, dieses Game. Einfach um sich da auch nochmal Dings zu gönnen, dieses. Ich wollte es ja unbedingt nochmal sehen. Oh. Dieses Cadence, Crypt of the Necrodancer, also Cadence of Hyrule. Hyrule. Wo sie eben
in A Link to the Past Switch-Grafik Crash durch die Ruhe läuft und man auch auf Zelda steuern kann und so. Das ist zum Beat, Zelda auf dem Beat spielen, sofort dabei. Unten sehe ich die Multiplikator, sind immer noch gleich gesehen. Hier mit mir springt. Richtig geil. Ich höre doch den Lichtplatzkörper. Die klingt ein bisschen wie du in der Disse, der Typ. Leute, die erste Stunde ist schon wieder um. ETF. Gleich ist das Lied vorbei, dann kicken wir uns hier runter. Um die ganze Map zu laufen. Nein. Zu billiges Item. Ja, wir wollen ein Zahn, wir wollen Rüstung. Wir wollen Lol, die wir nicht genug haben. Das ist ja wohl der geilste Teleporter der Welt, Mann. Was für ein geiler Shop. I like that. Erstmal noch vermissen. Wünschen. Dann geht's nämlich abwärts. Neuer Song, neue Ebene. Also es geht gar nicht nur ums Weiterkommen, es geht ums in der Musikzeit nicht sterben. Und oh Mann, was für Dreck. Und diese Achievements freischalten, also blauen Schlüssel zu besorgen, zu finden. Oder den goldenen Schlüssel und die Leute zu befreien, wer ist aber auf eben rausgekommen? Das gucken wir jetzt mal. Ah, okay, Lady zu befreien. Diese Items werden in Truhen erscheinen. Gegen einfrieren, Fledermausschutz. Weißt du noch? Fledermausschutz, weiß nicht. Gegen einfrieren ist schon cool, kostet aber 3. Jetzt haben wir auch schon mehrere Shops, ne? Jetzt haben wir hier die. Den Merlin oder die Merlin? Hey. Dauerhafte Verbesserung. Nehmen wir auf jeden Fall 2 Herzen mit. Das ist schon geil. Nein, ist hier auch einfach für die Pikachu-basierte Verteidigung. Okay. Das ist immer schön auf den Beat achten. Okay, ne? Und deswegen geht der Inge jetzt nochmal schön in 205. Ich bin Bock drauf. Gutes Ding. In die Electrozone. Ich kann ja kein Diagonal. Der hat mir richtig abgezogen, Alter. Ich hab nur noch 2 Herzen. Down bin. Die Dummheit ist dumm. Nee, schnell Replay. Ah, Putze. Nochmal Zone 5 hier, Freunde. Nochmal Zone 5. Dass es auch mal so random Dungeons sind, ist richtig gut. Nein, wer ist der Medusa hier? Ja.
Kimmy, du bleibst mal eben, wo du bist. Ja, ein Raum voller Fallen. Die tauchen wieder auf. Nice, die fünf mit zwei. Oh, das ist euer Scheiß, ey. Einfach ohne Items. ETF. Was zur Hölle war denn das? Wie sie mich weggemacht haben. Oh mein Gott. Quickstart. Oh. Der bietet heftig durch, der Typ. Dieser Troll. Okay, der Dämon im Schafsbelt. Den muss ich auch mal aufhalten. Level 5 sind schon ein bisschen coole Gegner. Wir pumpen das nochmal. Richtig Stuff, die Jungs. Okay, für ein bisschen besseres Equipment Co. gehen wir doch nochmal in die Zone ein, versuchen die mal freizustehen hier. Wo ich nicht weiß, was wir dafür brauchen. Das gucken wir gleich mal hin. Das gucken wir jetzt mal hin. Das war fast. Rip of the Necrodaza. Zeit, die wir so lange Schmunipuni. Ach, okay, im Original gab es noch Four Zones und Zone 5 ist praktisch so eine Amplified. Die DLC-Version, die haben wir schon drauf. Weil wir haben nicht die Ultimate Edition gekauft. Bossfight haben wir. Da noch nicht. Ist unlocked. Das ist ja kein gutes Wiki. Gut, finden wir selber aus. Cool, haben wir keine. Haben auch nichts bei den Kaufen. Granatenamulett, ist klar. Eigentlich Handgranaten. Es wäre kein gutes Spiel, wenn keine Handgranaten drin. Ein Coupon. Breiter Angriff ist wirklich gut. Und die Geheimnisse. Dann gehen wir in Zone 2, aber ich will wissen, wieso wir Zone 20
Zone 2 nicht dauerhaft freischalten. Das ist crazy. Wahrscheinlich müssen wir Zone 2 erst schaffen, um dauerhaft reinzukommen. Das ist wahrscheinlich der Grund. Nice. Okay, der Multiplikator wurde jetzt voll zu was. Yes. Okay, der schießt in die Richtung, die ich gerade an. Hier ist schon die nächste Area. Also wir wollen erst den Boss lösen. Multiplikator verpasst, schade. Gib den Video her. Ja, jetzt darf ich mal weitergehen. Jetzt kommen wir uns hier. Wir haben kein Geld für den großen Schlüssel. Scheiße. Hilft bei Fallen und Eis. Kills für Heilung, niedrige Gesundheit der Schaden. Hoffentlich wird das dann auch wieder zum Normalen, aber ich befürchte nicht. Gut ist, dass wir einen Kompass haben, der zeigt uns direkt an, wo wir hin müssen. Okay. Leute. Ballert der Rote da, pass auf den auf. Der hat einen harten Strahl. Ist so. Ah, bitteres Ding. Schade. Ab jetzt links, ich hätte die Granate werfen sollen. Katze. Der Kompass ist richtig gut. Katze weg. Aber zurück zur Lobby, weil wir haben drei Dinger davon kaufen uns jetzt was Cooles. Zwar. Schöne Rüstung. Katze. Gehen wir in die extra Zone. Nein, wir ballern den Scheiß durch, bis wir es geschafft haben. Es muss doch mal sitzen. Wir zocken Zone 2 so bis zum Kotzen platt. Und wir wollen ja auch noch. Komm her. Wir wollen ja auch noch. Die blauen Schlüssel mitnehmen, wieder zurück sozusagen, aber wir wissen ja gar nicht wohin. Das ist ja la grande problème. Und hier kamen wir her und wir haben keine Aufwärtstür mehr. Ach.
Okay, da ist auch direkt da. So wird ein Drache gelegt. Kann er nicht 10.000 Feuerstrahlen schießen. Multiplikator 3 ist wohl der höchste. Gucken wir da rein. Gucken, wo wir da ankommen. Level 2, ja. Crazy, waren wir da eben schon. Alle Items sehen. Und die Kohle dafür? Ja, haben wir sogar. Für einen Graben. Rucksack. Für alle Items sehen. Map oder was? Katzenvieh. Oh lol, einfach mal direkt schon. Wir müssen sterben. Danke, Billy. Billy ist mein Kater, der Meinung ist. Hier auf den Stick zu gehen. Oh nice. Kauforgie. Nichts für mich anderes. Hatten wir eben schon, haben wir die nicht irgendwo gesagt, dass die okay. Okay, what the fuck? Weil ich nicht geguckt habe. Alter, du Penner. Okay, Alter, ist auch hart mit seinem Aoi. Hart! Ja, jetzt hat er eben. Wo ist das Ding? Fühlt mich in Zone 2, okay. Zone 2. Aber das ist Progress, man kommt langsam rein. Gehört zum Game eben auch dazu, ne? Ein paar hundert Mal verkacken, bis man es richtig gut kann. Oder einfach an einem blauen Blobpfeffer verrecken. Wie schlecht. Einen Schlag hat er gemacht und ich bin down. Was ist denn los? Er ist so schlimmer als der Drache. Der dreckige Minotaurus. Der Sound, Junge, der Sound. Okay, 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 okay. Scheiß mal auf den einen. Nein, wir scheißen nicht, wir wollen das sehen. Die da unten kosten nur noch eins. Das kann man uns auch leisten. Die Dinger, die wir schon mal gekauft haben. Ja.
Die sieht auch so geil aus. Schau mal, auch jetzt vielleicht. Oh, 6 Kills oder ein halbes Herz auf der Stelle. Das ist so eine letzte Rettung, den Check. Zu hart. Ich hatte auch zu wenig Equip. Irgendwas ist immer. Das ist man mal schnell nicht schuld. Da muss man ganz. Schwierig. Am Quick Restart Scheiß mit dem Mann. Ah, wieder nicht gemacht. Nehmen wir mal mit. Wir nehmen gleich mal aus Gag auch mal einen anderen Char und gucken, was da passiert. Den jetzt noch craften. Rasiert! Der ist jetzt. Direkt Multi weg. Die Dinger noch nie wegmachen kann. Auf den Check konzentriert. Schwamm ist weg. Ein Beat zu spät. Ein Beat zu spät. Komm, wir nehmen einen anderen. Aus Gag. Ein Film aus. Machen wir einfach. Okay, jetzt bin ich Nocturna. Die Fledermaus-Lady. Sie hat Fledermauskräfte. Ach lol, okay, aufwärts rechts kann sie sich verhindern. Was bringt das jetzt? Oh Leute, sie sieht alle Dinger. Wie witzig. Alter, wie viel Damage der macht. Unnormal. Ich bin hier gerade gut rasiert, der Boy. Ah. Mach den Sänger. Hol die Beats raus, Junge.
Oh lol. Warum bin ich jetzt gerade gestorben? Witzig. And interesting. Quick replay. Ich feier die alte. Super. Tona hat die fiesen Beats. Und rasiert mies. Ah, oben ist der Shoppy Boy. Witzig. Wie sie aber auch alle die Gegner hier runterzieht in das Level. Lol, das ist ja ein richtiges hartes Party-Morph-Level. Obwohl. Auf der Klinge. Wollen wir was kaufen? Ah, das ist vielleicht ganz cool. Ein paar Zauberhelfen. Shattered Heart. El Diamanto. Wichtig ist, dass die Gegner auch da reingehen. Das war ein schöner Loot-Raum. Oh, auf keinen Fall. Man muss ihm eigentlich nur ausweichen, die Typen. War das schon der Mini-Boss? Nein! Das kostet jedes Mal Energie, das sehe ich jetzt erst. Ich bin so laut. Ich denke, warum sterbe ich wie die Sau? Ah, Leute, warum sagt das keiner? Bitte. Zur Lobby? Ja, oh, geben wir mal zwei Dinge aus. Witzig, dass das jedes Mal Energie kostet. Was für ein Horst ich bin. 12 Diamanten, seid ihr noch ganz echt? Achso, diese 5 Herzen habe ich ja auch dauerhaft. Das ist auch richtig gut. Das ist eigentlich der wichtigste Shop da oben. Ich muss eigentlich jede Kohle, die ich habe, immer nur da ausgeben, weil es dauerhaft ist. Das ist totale Grütze, was ich mache. Doppelten Schaden erhalten und anrichten. Breiterer Angriff. Jetzt gibt es keine Energie. Was ist denn los? Doch, zurückgewandelt kostet Energie. Ah, das hätte ich machen dürfen. Das muss ich echt lassen.
geht das Ding kaputt? Eine Bombe? Lol, da mache ich ein Herzschaden mit. Ich glaube, ich mache nicht mehr Schaden damit. Direkt rein ins Loch. Falsch ist schon ganz cool. Sie haut so diagonal runter. Ich war bestimmt wieder davor oder zu gucken. Aber wir transformen nicht. So. Das war teuer, aber wir haben auch gut rasiert. Noch 1,5 Herzen, Freunde. Kommt mal da raus. Diese Wände mal respawnen. Wie witzig, die Monster fallen auch in Fallgruben. Die Health oder sowas wäre gut über den Shop. Das war uns gleich vorbei. Wir gehen mal rein. In Level 3. Last Rescue. Ah, ich habe immerhin schon mal 2 abgezogen. Last Progress. Ah, dreckige rote Drachen. Das ist ein Arschloch. Haben wir unten noch guten Chip? Haben wir noch guten Chip? Hello. Hello, my love. Wir rennen mit ihr noch einen Run und dann gehen wir mal in Extra-Modi und gucken, was da so Teil abgeht. Oder was der Bade so sagt. Peitsche war schon cool. Rot rasiert. Also Minotaurus weiß ich jetzt, wie ich ihn nehmen muss. Wie
ignoriert, zerbrechlich. Hat eine zweite Waffe, auch cool. Jetzt für mega Angriff. Ja, zweite Waffe können wir mal probieren. Einen Angriff können wir auch mal machen. Abwärts vielleicht. Das war scheiße. Das heißt, die Bombe, die scheiß Fledermaus hat mich so gestunt. Muss weiterlaufen. Er hat mich gekillt. Rasiert habe ich sie. Was ist das für Dämonen will? Schild. Kann ich auch nicht mehr aufladen? Was für ein Scheiß. Was bringt mir das dann noch? Lol. Wer hier nicht leisten können, den Schlüssel. Da ist sich ja ganz schön anstrengend. Biege durch. So, zwei Dinger, dann gehen wir zurück zur Lobby. Genau, wir wollten. Können wir was Dauerhaftes kaufen dafür? Niente. Hey. Bessere Kisten ist cool. Reichtum ist auch gut. Upgrades. Nehmen wir jetzt mal einen neuen Charakter und wir gucken mal eben, wie das mit dem Baden ist. Oh, der kann ja wirklich laufen, wie er will. Ist das nicht zu easy? Welchen Sinn macht das dann noch? Ist auch eine Mucke. Musik, jo. Oh, er kann laufen, wie er will, der macht das. Ah, die haben doch was gemacht. Ein Kaufcoupon. Ist dafür jetzt was für Umme? Lebenswelt ist wahrscheinlich nicht dauerhaft. Haha. Schaden im Bogen. Gefriert affenähnliche Gegner. Reichtümer. Nice.
Oh. Links, rechts. Sonst gleich vorbei ist, dann gehen wir jetzt da runter. Schon ein bisschen Deep House, ne? Aber Hausmucke. Viel Lebensenergie verloren. Okay, als nächstes kommst du bei uns drauf. Wir werden nicht viel Lebensenergie verlieren. Zu groß. So, wie ich ein Riese bin. Mach durchstanden. Schade, nicht lang gehalten. Die Ersche. 300. Mal einen Shopcard können wir noch ein bisschen einkaufen gehen. Nur noch ein Herz. Ich finde, man kriegt doch relativ wenig neue Lebensenergie im Leben. Das ist dann wieder so geil. Geht. Also von dem Vieh halten wir uns fern. Schade, 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 schade. Dicke Botte. Schade, schade, schade. Progress, Kinder. Der Typ ist ganz cool. Dass er sich nicht daran halten muss, ist okay. Ist irgendwie, fühlt sich irgendwie wie easy an oder so. Was ich cool finde, weiß ich nicht. Hi. Hallo! Hallo! War der Sprung für doppelten Schaden? Wir machen mal einen extra Modi. Tanzmatt-Modus? Was ist denn der Tanzmatt-Modus? Üben diesen Modus. Für normalen Modi bereit ist, was? Heal? Fireball. Verarschen? Ist das so ein super easy? Das ist ein super easy. Warum spielt das jetzt so easy? Okay, ich will sterben. Was hielt der denn? Der hat mir ja nur Lebensenergie gekostet. Ab, mein Disco. Bam, sie weg.
Gold. Ich liebe Gold. Darf ich ihre Dürren für Gold? Er died. Doch, shit. Dauer hier nicht angesetzt. Andra. Der Moody war doof. Der Modus. Alle Charaktere außer Oda. Harter Modus. Der Gegner hätte uns aussehen. Okay. Direkt mal rein. Klar, gehen wir da rein. Und direkt gestorben. Von Dulligkeit gestorben. Naja, whatever. Speedrun Bestenlisten. So, hier. Bart, harter Modus. 3 Stunden 34. Oder 3 Minuten 34. Das gucken wir uns mal an. Was geht denn nicht? 3 Stunden. 3 Minuten und 3 Stunden. 3 Minuten. Wieso konnte der den jetzt zerschlagen? Weil er die Todesaxt hat. Wir geben uns nur irgendwie 3 Minuten Let's Play. Aber die Viecher sind auch gut. Die machen ja einen Insta-Down. Wie er den killt, Alter. Items ist doch alles, ne? Ein Goblin, Alter. Guck dir die Paare an. Level 3. Oh ja, aber pumpt auch direkt durch. Geht's wahrscheinlich nur darum, wer oder wie oft man das durchzieht. Wie er sie weg macht. What the? Achso, ach so, da kommt das Drop-Level. LOL. Nee, wo ich das wir noch nicht einmal beim Boss waren. Ah, 3 Minuten. Er macht ihn. Okay. Totale Dummheit ist total dumm. Zone, das ist Level 1, 2, 3, 4, 5 und das ist Zone 2. Und Zone 2 komme ich erst, wenn ich den Boss von Zone 1 gekillt habe. Und das ist erst nach Zone 1 Level 5. Okay. Hat ja nur 2 Stunden gedauert, bis man das verstanden hat. Also ich. Oh, meine Dummheit. Ich bin ein bisschen blöd. Keine Rückkehr an Sterblichen. Keine Rückkehr gesiedet. Atamodus. Atamodus, Phasen gesiedet. Phasen an Sterblichen. Randomisierter Unsterblicher, mysteriöser Unsterblichen. Modus der Unsterblichen. What are we talking about?
Schieße alle Zonen mehrere Male ab, ohne zu sterben. Nein. Wir werden erstmal eine Zone ein paar Mal abschließen. Aber das ist ein richtig gutes Game. Macht richtig Spaß. Aber ich weiß nicht, ob wir den Baden weiter spielen oder ob wir weiter mal mit Cadence spielen. Claro Paro. So, jetzt machen wir mal ein bisschen Progress und ballern wenigstens schon mal Tiefe 1 durch. Wenn man hier Tiefe heißt, heißt da oben wahrscheinlich Zone. Das war aber nicht so geil. Nice. Und nichts von kaufen, wenn ich nur para. Easy Jump. Das wäre ja anstrengend. Schade. Mit 8-1 aus. Kann ich auch aufstellen, die Dinger. Die Springstiefel, Socken. Ja, fick drauf, direkt Neustart. Pushen direkt rein hier. Celeste. Dancing Monster. Soll ich genau unter den Weg springen? Diese in den Weg springen, halt die ganze Zeit, und das ist einfach nur hohl. Das ist einfach nicht sau. Wieder. Gut. Der hat ein Schild, der Penner. Der hat ein Schild. Er ist eine geliebte Koma. Koma, Matsch. Ein Diamant ist kein Diamant. Wir pushen hart.
Deutsch ist einfach zu lit. Komme ich wirklich auf das Zelda-Spin-Off. Also wenn das zu der Zelda-Mucke kommt, mit dem Spielprinzip, obwohl ich weiß nicht, ob das das Spielprinzip sein wird, oder ist. Und es gibt es ja auch schon seit irgendwie seit 2 Jahren, aber Cadence of Hyrule. Aber das werde ich mir erstmal angucken, wie ich das irgendwie über Switchy gestreamt kriege. Und dann ballern wir das natürlich hart. Weil die sie mich mal sehen, die ausgelegt. Schön Breitschwert gekauft. Direkt machen. Ich habe wieder nur noch ein Herz, Alter. Was ist denn los? Ein Herz kann ich nie im Boss legen. Ne, Diamant damit ist auch richtig. Wir können auch gleich die Falltür runter. Machen wir mal. Das war hart geil. Cool, Level 3. Progress Kids. Scheiße, den darf ich auf gar keinen Fall berühren, den miesen Penner. Ich raste aus. Dann nicht gut. Kontenance einmal, ja. Bitte, bitte, Kontenance. Okay. So geht es nicht. Zurück so lange wir kommen lassen. Ich will schon wieder 3 Stunden ballern. 2 Stunden. Das heißt, es ist 9? 9. Was kommen wir? Was kommen wir? Was kommen wir? Das muss ich wissen. Oh nein, Dämon. Ja. Und jetzt werden wir das ja wohl einmal durchballern auf normal für Schnullibullis hier. Wenn die Unfähigkeit kenne ich schon fast keine Grenze mehr. Und jetzt zwei Herzen an einem blauen Block verliert, ne? Der hat auch nicht genug. Der hat auch nicht verdient. Also bis wenn er Handgranaten hat. Und er hat Handgranaten. Da war ein Stunt der Penner denn? Scheißegal. Nochmal, bis die Kotze läuft. Das muss jetzt sitzen. Dass ich die dicken Dinger nicht kaputt kriege. Ich glaube, da braucht man eine Special-Waffe für. So weit sind wir noch nicht.
Wo ist das, was sie versteckt? Da. La Bomba. Weggemacht. So, jetzt legen wir auf den grünen Drachen. Easy. Progress. Das sind eigentlich verarschen, Kinder. Ob normal. Breites Schwert ist schon gut. Jetzt steht und fällt mit den Items. No. Items. Mach ich mit den Items? Einmalig Übernährung. Übernährung. Gleich mal rasiert hier. Dann mal weiter da. Was passiert? What? Was zur Hölle war das? Fick die Nummer. Erstmal einen heftigen Minotaurus da drin. Aber Death Metal ist das jetzt nicht. Im Sinne von sterben vielleicht. Ah, bitteres Ding. Bitteres Ding, aber dass man sowas noch entdeckt zwischendurch. So war heute noch, dass man sowas noch erleben darf. Das ist wirklich stark. Stark, stark. So, jetzt kommen wir hier gleich die gute Nachricht. Okay, der Blutschaufel heißt Insta-Kill, wenn du auf dem Stein haust. Gelernt. Gelernt. Das nennt man gelernt. Simpson! Alter. Direkt abbrochen. Das kommt davon, wenn man sich nicht konzentriert. Oh ja, bist du da? Leute. Ist ein wenig gepennt. Ist, wenn mein junger Vater ist. Oder wenn mein Vater ist. Jung, das mir dahingestellt. Was seid ihr zu dem Gang, Kids? Hau mal raus. Was ist dein Ding hier? Das pumpt heftig. Lol. Down, da.
Mann, weil ich so dumm bin wie Affenscheiße. Kurva Schmorba. Ah, egal. Progress. Das war zwar keiner, aber egal. Obwohl. Mit dem Beat Kids. Mit dem Beat Kids. Super Slow. Die Firma ist echt der längste Boss. Wir können uns eigentlich ein bisschen kalt lassen, wie es geht, wenn wir nicht. Auch wenn man da fast dran stirbt, wenn man so ein Horst ist wie hier. War nur Gold drin. Oh, sweet! Was nehmen wir uns? Nick mit dem Beat und bewegt den Arsch, du erlässt. Moin, den Pointen. Was gönnen wir uns, Digga? Schulfackeln? Schwerter? Schwerter. Okay, jetzt nein. What? What the? Nur noch ein halbes Herz, das heißt, das Ding ist eh gleich durch. Yes. Okay, aber wir haben zwei, damit gehen wir mal eben kaufen. Da können wir uns da oben leider nichts leisten, das ist also teuer. Muy importante, es ist very expensive. Hi. Mehr Gold, automatisch einsammeln und von Gold. Ja. Das gönnen wir uns mal. Nice. Großes rotes Schwert. Sweet. Jetzt sollte er weg. Bleibst du hier? Jump, 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 jump. Die Frage, gehen wir da auch schon runter? Es gibt noch Level, es gibt noch einfach. Direkt Level 3. Einmal glaube ich, das ist nicht schlau, weil wir hier vielleicht geile Items kriegen könnten. Schlaue Leute entdecken an sowas und rüsten sich erstmal auf. Wir pushen natürlich hart nach unten. Ohne Items. Da ist nicht schlau. Komm, da ist wieder ein Bro drin, den wir für die Lobby umhaben können. Achso, das ist der. Oh lol. Lol! Ich hab ihn gelegt! Den roten Drachen! Er ist da! Aber jetzt ist das Skelett des Todes! Ja,
dass die hier in meiner Nähe treffen. Ich denke nicht. Nice. Ah, okay, ich brauche mehr Gold. Du Penner. Okay, wir müssen. Er geht richtig geil. Ist er wie bei 50. Element mit der Eulen. Bewegung Gramm ist auch geil. Wir wollen den goldenen Schlüssel. Wir wollen den Typen freischalten. Das heißt, wir brauchen ein bisschen Kohle. Wir killen ein bisschen was. Nicht der Megaborg. Nicht sterben! Nicht sterben, Inkster! 219. Wie viel der Schatzing kostet? Gibt's ja nicht mehr. Aber einen Diamanten haben wir noch mitgenommen. Sorry, Shogun, ich glaube, wir können das nicht uns leisten. Ja. Da ist der Song zu Ende. Enorme Partner. Das frustriert. Schaden. Finger Schaden und zerspringt dann. Nein. Langsam stark graben. Wir müssen ja was kaufen, aber wir gucken, sonst ist die Diamantenscheiße weg, aber wir gucken mal eben oben. Gegen einfrieren ist sehr geil. Jetzt zaubern auch gut. Wir machen mal gegen einfrieren. Jetzt jumpen wir nicht sofort ins nächste Loch. Hat er nicht gedacht. Sondern wir sammeln erstmal schön Items. Item. Das geben wir uns jetzt. Was hat er hier Geist am Start? Teleport bei was? Bei Treffer? Lichtfrage, das ist klar. Der Container. Bam, bam, bam. Diese Affen. Wahrscheinlich mich hinter. Ne, wirklich dran landen sollen. Dann hab was bekommen. Da ich wäre wahrscheinlich schlauer gewesen. Ich wäre gerne den blauen Schlüssel gehabt. Hier unten ist noch ein Diamant. Da sehe ich doch Funkeln in der Wand. Bin ich nur noch schon an 10 so ein Dingern vorbeigelaufen. Dann nicht gut. Da ist auch noch einer. Leute, jetzt machen wir richtig Diamonds. Amulett der Bombe.
Oder auch La Bomba. Die soll nochmal Death Metal Ding von ihm machen. Das war witzig. Ich lege auch mal zu den Bomben. Siehst du, so rasiert man Drachenärsche. Und jeder will gerne Drachenärsche rasieren. Ah nein, ich glaube niemand will das wirklich. Das ist aber nicht geil. Also ich habe viel zu wenig Items. Aber wir sind halt schon Level 3. Ist okay. We're gonna do it. Vielleicht pushen wir auch gleich zu Level 4 runter. Du Dreck. Da trinken wir jetzt mal ganz entspannt ein Stückchen Wasser. Ah, dann bin ich rasiert. Weiter. Über Rasur nachdenken. How's it going? Ein Kodex. Meister fortgeschrittene Techniken. Und mal einpumpen. Okay, die haben wir noch nicht gemeistert. Wir machen das jetzt. Achso, nein, Restart, was soll das? Lol. Lokalkoop. I'm sorry, what? Wie süß. Ja, check mir aus. What? Fuck you. Ach, alle anderen springen genauso schnell wie ich dann oder reagieren. Okay, Moment. Wenn ich nicht springe, macht ihr sonst auch keiner was, hab ich verstanden. Macht er gleich Kratzer. Das hab ich auch verstanden. Ein Sprung, zwei Sprung, drei Sprung. Vier Sprung. Mit dem Beat und meinen Sprüngen lädt er sein Shit auf. Fünf Sprung, sechs Sprung, sieben Sprung, acht Sprung. Ein Sprung, zwei Sprung, drei Sprung, vier Sprung. Bei jedem vierten Beat. Der kann nur bei jedem vierten Beat spucken. Ich hab was gelernt. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Beim fünften Mal macht er. Eins, zwei, drei. 4, 1, 2, 3, 4. Schon tot, RIP. Eins, zwei,
3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Aufwärts und abwärts. Das wird ja wohl machbar sein, was ist da los? Abwärts, werfen, wegspringen. Abwärts, das war nicht schlau. Warum macht er das nicht? Wir machen mal ohne werfen, wir machen mal mit wegspringen, ja genau. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Da würde mich wegballern. Ja. Baller weg. Komm hier hin. Dann geht es nur mit Werfen. Dann müsste ich ihn viermal treffen. Und das wären vier Schüsse. Bis zum nächsten. Also 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jetzt weiß ich, dass du mir überwerfen willst. Das Ding ist dann weg. Das ist nicht schlau. Das ist gar nicht schlau. Das ist der RIP. Das heißt, wir werfen nicht, sondern wir piepen. 2, 3, 4. Dann locken wir ihn bis da rein und tanzen immer um ihn rum oder wir machen das nochmal. Progress. Das kann niemals richtig sein. Ist egal, in welche Richtung ich glaube. Und so hast dich. Also es hat auch nichts mit Kiten zu tun. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Ach, wirklich. Machen wir später nochmal. Nein, wir geben erst Diamanten aus. Wieso spiele ich denn schon wieder den Baden? Den wollte ich doch gar nicht haben. Wir gehen nochmal Zone 5 für ein bisschen musikalische Abwechslung. Mehr Elektro. Das ist mal Aoi. Da kann er ja schon wieder.
den roten Drachen noch nicht gecheckt, das ist das Problem. Ich habe ihn zwar letztes Mal gelegt, aber da hatte ich auch eine bessere Waffe. Jetzt habe ich ja nichts an der Tasche. Dieser rote Drache ist wieder Mistpenner. Ja, auch diagonal kann der Satz. Wer ist er denn? Wer ist er denn bitte? Psychometronom. Oh, wow. Mind blowing. Nicht mit dem Commander, Junge. Nice, vier Diamanten. Das gönne ich mir mal richtig. Noch einen dazu finden, wollen wir uns wieder schön geilen Shit kaufen. Schade. I like that. Also jetzt kann ich nicht wieder aufladen, diesen Steady. Okay, da kommen wir nicht durch. Der Shopbesitzer. Das ist richtig massiv. Okay, da greift einem einfach die Wand im Shop an. Was ist denn hier nicht richtig, Leute? Ach. Why? Oh nee, ich wollte aber einfach... Na gut, nehmen wir es nicht. Eine schwarze Truhe pro Runde. Das ist guter dauerhafter Loot. Jetzt gehen wir nochmal ein ganz klassisches. So hole ich mal einen grünen Drachen. Und wir haben gesagt, wir wollen erstmal ein bisschen mehr looten. Ich will mir gar nicht schätzen, weil wir sind nicht über Flucht. Nee?
Wo ist der restliche Loot? Da ist er. Ah. Zwei Schaden ist okay. Aber nicht, glaube ich, nicht so gut wie lecker pikant hier. Ball mit. Ich kann auch schon. Jetzt wenn ich jetzt wüsste, was die Piktogramme bedeuten, dann wäre ich richtig weit vorne. Also wenn die, was die Farben bedeuten. Was heißt das, dass wir keinen coolen mehr Loot hier haben? Keinen coolen Loot. Oh lol, alle Minikarten sind aufgedeckt. Wie gut ist denn das? Ah, schade. Nicht mehr genug parat. Hier alles aufgedeckt ist, das ist ja wohl episch. Diese Karte ist ja wohl das Geilste. Gelegt. Nice, Alter, die Mini-Map. Sehr schön. Ich feier das heftig. Das ist wirklich sehr gut. Jetzt gehen wir in den Shop und dann hauen wir wieder ab. Wir nehmen. Also einfach Blutabwende. Hasen und auf 2 Schaden. Nope. Bisschen mehr Damage. Wir beide. Malle. Malle. Ich finde goldene Schlüssel, den brauchen wir wahrscheinlich irgendwo unten. Hier mitfeiert. Okay, wir wollen eigentlich nur da runter. Hilf mir, ja, ich guck. Jetzt brauchen wir aber auch richtig Asche. Nein, ich hätte so gute Sekunden für diesen dreckigen roten Drachen. Die ist so dreckig. Leute. Was in diesem Drachen so? Er ist der El Diablo. Si, si, si. Es muertes. El Fumarde, grande. Bis zum Heulen.
Ich hatte gutes Equip. Komm mal noch ran. Ein Mauer noch. Oder? Also, es hat 10. Ich zähl mal was. Speed up. Ich muss auch mehr auf diese Dinger an der Wand gucken. Das ist aber richtig Diamanten zu holen. Oder einfach eine schöne blaue Schüssel, die ich noch nie mit nach Hause gekriegt habe. Jetzt muss man Zone 1 abschließen. Er pumpt schon wieder hart. Hauptsache ist dabei. Temporäres Schild auf jeden. Wenn wir zum roten Drachen kommen, ihr wisst, was dann abgeht. Aufwärts und links. War hart, hart. Zwar scheint es okay, aber ich finde breiten Angriff besser. Okay. Pumpen einfach rüber. Schwarze Truhe hätte ich nehmen sollen, ne? Hätte, hätte, Fahrradkette, ihr kennt es. So ist es doch im Leben, Freunde. Handgranaten, die braucht man. Auf jeden. Oder ein leckeres Diamantchen, ja, klar. Ja, hier ein Fett ist auch gut. Was ist er denn? Alter, du Dreckiger! Also ja, so ein... Haben wir nichts gegen Drachen? Anti-Drachenspray oder so? Hatten wir doch mal. Was ist denn das Anti-Drachenspray? Hm. Dann wird man einfach nur aggressiv. Drachen stinken wie die Scheißhölle. Das ist die Wahrheit. Ich brauche das hier gar nicht schön reden. Hallo there. Verwandelt alle nicht ausgerüsteten Items. Einfach mal Gönnung. Machen wir den nochmal? Wir machen noch einen. You know that. Weil ich ja fast. Mal gucken, was er hat. Ich darf.
Nice. Nicht nice. Zwei Schaden ist aber sehr nice auf der Breite. Richtig nice. Ich glaube, das ist er jetzt. Das ist der Run. Oder gehen die aus für den Ru. Wir behalten die Kohle mal und hoffen, dass wir einen goldenen Schlüssel kriegen und irgendwelche Leute befreien können. Das machen wir. Pump fleißig. Ist nichts mehr. Gehen wir hoch und rechts hin. Und einen kleinen Diamond nehmen wir mit. Schon ein Dia. Wie sie alle ankommen, die Penner. Schon hier oder was? Scheint so. Gehen wir noch runter. Und die. Dafür brauche ich das nicht glaube ich. Ich hatte den doch. Das war der letzte Run. Das war der letzte Run. Zwei Herzen. Sollen wir mal aufwärts links drüben gucken, was das verwandelt? Auch nice. Auch jetzt links. Links, rechts. Nehmen wir einen mit. Wo ist denn dein Eingang, Bro? Hier ist er. Plus 2 Schaden bei geringer Gesundheit. Klingt ganz cool. Ja, auf jeden Fall gut. Kills für. Kills für Heilung, niedrige Gesundheit. Beide gut. Ich glaube den. Aber wir wollten doch sparen für den goldenen Schlüssel. Sind wir gierig? Sind wir gierig? Wieder ein bisschen was killen. Damit wir uns goldene Schlüssel leisten können. Weg gemacht. Oh, noch Dings, ja. Lied vorbei. Nächstes Level. Gleich Strafe 250, hier ist der goldene Schlüssel. Ich hab's gesagt, ich hab's gesagt. Viel Spaß noch reinhauen, Bruder.
250 kriegen wir die Pulse an. Der zieht richtig Energie. Nur ein Herz, ey. Schaden nach dem Einsammeln von Gold. Vielleicht. Er hat mich gekillt, weil ich nicht geguckt habe. Oh mein Gott. Ich hatte bald das Gold zusammen. Die miese Sau. Weil ich nicht geguckt habe, ey. Ich bin so ein Hoshi. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ja nicht wahr sein. Ja. Die grauen Skelette sind der Tod. Literally. Gut, wir machen wesentlich mehr Progress. Es kommt. Und wir haben auch schon bald die ganzen Dauer besser ausgegangen. Also die Bulligen haben wir schon. Jetzt müssen wir noch auf 5 Dinger sparen, um mehr Kohle zu kriegen. Und auf 12 Diamanten für noch ein Herz, Alter. 12 Diamanten. Sikoriko. Das ist ein Herz gegen den Gegner. You can do this. Komm mal noch einen Run. Dann machen wir noch einen. Selig. Hier schon wieder Johnny. Wo das Loch? Está el fumar y muy caliente. Was ich nochmal mache, ist eigene Mucke darauf ziehen irgendwie. Und dann gucken, wie die abgeht. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Mal gucken, ich hab auch mein PC fast kaputt. Ich hab gar keine Mucke auf meinem PC. Das wäre schon der größte Punkt der Spannung. LOL, ich hab da nach unten gedrückt. Ich hab es gesagt. Da nach unten, sag ich. Das zählt ja nicht. So, Kinder, wir sind wieder direkt neben Lord. Singlot. Zwei verfluchte Herzen extra. Das klingt schon ganz geil. Ich will die Geheimgänge. Zombie Dancer. Take it down. Ah, da unten ist noch ein Bier.
Das hier schon nicht. Ah, ob die Wände cool sind, die man so um sich herum macht. War jetzt auch nicht so stark. Ignoriere, Terror, zerbrechlich. What the fuck? Was geht hier ab? Was ist das für Mega-Dämonen, Weiber? Ein Dämonenpferd aus Feuer? Und eine Banshee oder was? Was zur Hölle? Okay, Moment, ich denke, ich habe jetzt alle Gegner gesehen. Habe ich nicht gesehen. Ein letztes machen wir noch. Dann ist Feiern voll. Und Donnerstag, Kinder. Danny muss arbeiten. Komm, den letzten machen wir in Zone 5. Mal richtig Disco. Scheiße, ich bin ein Diamant. Was ist das? Billigere Leben. Ja. Da bin ich mal trotzdem eher eine bessere Waffe. Und das Phasenschwert. Alter, das ist so ein Abgeht, Junge. Gelegt. Komm uns noch den Ring. Allerdings werden so Glas. Wir sehen alles erhalten Gesundheit. Also einen stärkeren Gegner. Ne, das ist alles Krütze. Alles Krütze. Außerdem tauchen wir dann immer super Dämonenwelt auf. Das machen wir nicht. Wenn ein Dämonenwelt trägt. Neuer Song, das ist das erste Mal, dass ich Level 2 bin auf der Ebene. Was sagt Chat? Still im Wald. Ciao, ciao. Amplify. Wieso bin ich denn bitte insta-tot? Das muss man erstmal aushalten. Ich habe nur ein halbes Herz hatte, deswegen. Und spiele bin Horst. Nein, Katze weg. Okay, wir machen mal zurück zur Lobby. So Leute, das war ein gutes Game. Ein sehr gutes Game. Richtig, richtig gut. Brauchen wir uns gar nicht für schämen. Crypt of the Necrodancer.
Mich hat's gebockt, 3 Stunden das durchzuballern, hart Beats zu geben. Freue mich sehr und das, also da, das, die Lanze hat's gebrochen. Freue mich sehr auf, wenn wir es mit der Switch hinkriegen sollten, das mit Twitch zu spielen. Zelda, Crypt of the NecroDancer und dann mit der Zelda-Mucke, mit einer geilen Grafik natürlich, auch wenn er jetzt nicht so auf Pixel steht. Das wird der Hammer. Ich guck mal, ob ich das so schnell wie es geht irgendwie zum Laufen kriege, dann werden wir das sicherlich auch sonntags ballern. Das hier schiebe ich, glaube ich, diesen Sonntag auch nochmal rein. Und freitags geht es dann wieder, auch vor allen Dingen ist dann die EM vorbei, wir reden nicht vom Fußball. Freitags geht es dann auch ganz normal wieder die Game-Erkundung los. Ich habe schon wieder 3, 4, 5 Infos gekriegt, was ich spielen soll oder wünsche. Hab mich gefreut, dass ihr da wart und wünsche euch einen geilen Abend. Macht's euch schon fein und trauert nicht so viel. Okay, ich bin schon drüber weg. Ihr auch? Also, munter bleiben. Peace out. Eure Engel. Tschüss.